Die Grundlage von Gesundheit ist nicht eine Tablette oder Operation. Die Grundlage von Gesundheit ist, ich habe Wasser zu trinken, ich habe was zu essen, ich kann Luft atmen, die schadstofffrei ist und vor allen Dingen, ich habe erträgliche Außentemperaturen. Warum kapieren wir nicht, dass unser eigenes Wohlergehen, unsere Gesundheit fundamental nur gemeinsam oder gar nicht funktioniert? Die Bakterien werden uns überleben, die können auch 50 und 100 und mehr Grad aushalten. Menschen kollabieren bei 41 Grad. Deswegen 42 Grad, 112, medizinischer Notfall. Krankenhäuser müssen sich stärker mit dem Thema Nachhaltigkeit auseinandersetzen. Und das Thema Klimawandel und Gesundheit muss Einzug in Studium und Ausbildung von den Gesundheitsberufen finden. Es geht nicht um Verzicht, es geht um Gewinn von gesunden Lebensjahren, die lebenswerter sind als das, worauf wir zusteuern. Es gibt Dinge, die haben keinen Preis, weil sie unbezahlbar sind. Und das Unbezahlbare und Alternativlose ist dieser Planet. 42 Grad gleich 112. 42 Grad gleich 112. Die Klimakrise ist ein medizinischer Notfall und ich glaube, dass wir die ganze Diskussion sehr abstrakt geführt haben. Dass die Klimakrise mit uns direkt zu tun hat, ist erst die letzten beiden heißen Sommer so richtig eben klar geworden, weil es einem unter die Haut ging. Und deswegen glaube ich, können die Ärzte, die Pflegeberufe, die anderen Gesundheitsberufe eine ganz wichtige Rolle haben, nämlich die Kernbotschaft in die Mitte der Gesellschaft zu tragen. Ich möchte auch klar machen, dass ich total froh bin, dass wir auf dem Deutschen Pflegetag zusammen mit Luisa Neubauer und der Pflege die Idee von allen Gesundheitsberufen for Future gegründet haben. Wir müssen das nicht nur den Ärzten überlassen, sondern alle Gesundheitsberufe und alle Patienten und alle, die nicht zu Patienten werden wollen, sind aufgerufen. Gesunde Menschen gibt es nur auf einem gesunden Planeten. Alleine hier in Berlin waren wir 270.000 Menschen. Heute war es ein Global Strike. Auf der Welt waren wir Millionen von Menschen. Wir haben heute gezeigt, dass nicht nur Schülerinnen und Schüler die Schule bestreiken, sondern dass wir gemeinsam auf die Straßen gehen können. Es ist einfach grandios, was wir heute als Zivilgesellschaft geleistet haben. Seite an Seite standen wir heute nebeneinander. Nicht nur hier in Berlin, nicht nur in Deutschland, nicht nur in der Europäischen Union, sondern auf der ganzen verdammten Welt.